Ja, du kannst auch über die Mauer und hier über das Holz. Alles klar. Doppelt gemoppelt hält besser. So, da wollen wir mal schauen. Meinst du, das hält mich aus hier? Ja, ne? Ja, an der Seite ein bisschen. Da ist doppelt Holz. Alles klar. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Wir starten sofort in die Vollen. Ich bin wieder am Klettern hier. Moment, Leute. So. Also der Empfang ist gut. Das ist auch toll. Ja, ich grüße euch jetzt erstmal alle. Entweder sind wir jetzt in Niedersachsen oder in Nordrhein-Westfalen oder beides gleichzeitig. Auf jeden Fall sind wir eben durch Niedersachsen gebraust und ich bin hier in einem verlassenen, was ist es denn jetzt? Ringlokschuppen, ein verlassener Bahnhof von der Deutschen Bundesbahn. So hieß das Ding mal. Ne, irgendwo im Nirgendwo. Das Lustige, Leute, ist tatsächlich, ich bin noch am Rätseln, wo wir sind. Ob wir jetzt in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen sind, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall durch beides durch. Und das hier ist jetzt so ein verlassener... Also auf jeden Fall gehörte das Ding mal der Deutschen Bundesbahn. Und hier wurden damals Dampflokomotiven repariert. Ne? Und wir schauen uns das jetzt mal an, was wir hier so alles finden. Leute, wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen und liken, das kennt ihr ja schon. Und nicht vergessen, Glocke aktivieren und gerne auch meinen Kanal abonnieren. Ich glaube, wenn der bellt, dann kommt noch was, ne? Ja, weiß ich nicht. Ja. Lokschuppen mit Werkstatt. Ja, das kann sein. Das kann sein. So. Ja, kann ich jetzt leider nicht beantworten. Nein, wir sind nicht in Schleswig-Holstein. Also so weit sind wir jetzt auch nicht gefahren. Ne? Ja, heute geht es mir einigermaßen gut. Im Vergleich zu gestern ist der heutige Tag etwas besser. Ja, alles prima. Ist das ein Ringlokschuppen? Also wir sind hier in einem verlassenen Ringlokschuppen. Wir rätseln immer noch, ob wir jetzt schon wieder in NRW sind oder in Niedersachsen, denn wir sind gerade tatsächlich durch Niedersachsen auch gefahren. Ist aber auch nicht schlimm. Hauptsache, wir sind angekommen. So eine schöne alte Halle der Deutschen Bundesbahn. Hier steht aber auch schon so einiges ganz schön unter Wasser, Leute. Seht ihr das? Wie gesagt, also hier in diesem Schuppen wurden damals die Dampflokomotiven der Deutschen Bahn repariert. Und das Lustige tatsächlich, Leute, wir sind, und das ist kein Witz, gerade durch Niedersachsen marschiert. Ne? Herzlich willkommen in Niedersachsen. Ne, es kann aber trotzdem sein, dass wir jetzt schon wieder echt in NRW sind, aber eben halt die Grenze. Ne? Das war schon wirklich erstaunlich. Wir haben erst gedacht, wir hätten uns verfahren. War aber echt nicht der Fall. Es ist so eine schöne, verlassene Halle. Wie lange die jetzt allerdings geschlossen ist, Leute, das wissen wir auch nicht.
Was wir wissen ist, dass hier die Deutsche Bundesbahn damals halt die Dampfzüge repariert hat. Ich kann ja mal eben fragen. Nina, weißt du, wie lange das Ding hier schon leer steht? Nein. Du, Nicole? Nein. Nee, wissen wir echt nicht. Aber das werden schon etliche Jährchen sein. Hier sind ein paar richtig schöne Graffitis, Leute. Wir schauen uns hier mal ganz in Ruhe jetzt um. So, da draußen steht noch so ein Kessel. Was haben wir denn hier Schönes? Ich muss schon wieder klettern. Moment mal, Leute. Wackelt jetzt einen kurzen Moment. Gibt es ja mal wieder hier keinen anderen Eingang, ne? Das sieht wohl aus. Keine Ahnung, was war das denn hier damals? Eine Dusche oder was? Keine Ahnung, Leute. Aber was ich ja echt immer wieder faszinierend finde, ne? Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Hier ist überall nur Wald. Ich habe hier einen Speedtest gemacht, Leute. Ich habe hier 100 Mbits im Download und 50 im Upload. Ey, das ist echt nicht zu verstehen, warum die Mobilfunkanbieter so Dörfer, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, komplett gut ausbauen. Und in der Großstadt habe ich noch nicht mal im Keller einer Fabrik Empfang. Also das ist echt für mich nicht nachvollziehbar, sowas, ne? Da hinten geht es noch weiter, ne? Jo. Wahnsinn. Man kann auch nach oben. Nach oben? Ja, kann man. Super. Deutsche Bundesbahn. Reichsbahn weiß ich nicht. Aber hier wurden damals die... Moment kurz, Leute. Das war WhatsApp. Hier wurden damals die Züge, diese Züge, die mit Wasserdampf oder Dampf gefahren sind, die wurden hier repariert. Ja, hier ist noch mehr. Das sieht jetzt aus wie so eine Art Wohnhaus. Da hinten. Ja, wie gesagt, der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben, Leute. Wir sind hier irgendwo, ja, zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Guckt euch das mal an hier. Der Zahn der Zeit, Leute, der nagt hier natürlich, ne? So, Leute, danke für die Geschenke. Wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen und liken. So. Ja, da geht es tatsächlich nach oben, eine Etage. Ja. Guckt euch das an. Da hinten ist noch mehr. Da ist ganz schön was versteckt hinter der ganzen Natur. Ja, das gefällt mir. Liken, liken, Leute. Nicht vergessen. Und vor allen Dingen teilen, 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 Leute. Das ist wichtig, damit auch noch weitere Leute es sehen können. Und steht auch schon wieder alles unter Wasser. Heute ist die Zuschauerzahl ja nicht so berauschend, sehe ich gerade. Das muss besser werden, Leute. Also teilen, 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 Leute. Da geht es noch weiter. Das hört gar nicht auf. Wahnsinn. Ja, Leute, so gefällt mir das. Bitte weitermachen. Teilen, teilen, teilen. Liken. Glocke aktivieren. Kanal abonnieren. So.
Also das Problem hier, die Keller kann ich euch hier leider gar nicht zeigen. Die stehen nämlich irgendwie alle unter Wasser. Aber wir gehen jetzt gleich mal hoch in die erste Etage, Leute. Ja, da gehen wir jetzt hoch. Dann schauen wir mal, was da so ist. Das hier ist ein Ringlokschuppen. Hier wurden damals von der Deutschen Bahn diese dampfbetriebenen Züge repariert. Hier sind auch ein paar echt geile Graffitis. Ich bin auch nicht alleine unterwegs. Die beiden, die Nina und die Nicole, sind noch in der anderen Halle. Aber hier kann man sich schon nicht außer Augen verlieren. Die kommen ja auch gleich hier dann rein. Ich bin halt immer ein bisschen schneller. Ja, boah, hier ist wieder so ein richtig geiles Graffiti. Guckt euch das an. Absolut geile Location. Aber auch hier, wie es ja leider immer so ist, Vandalismus, Leute. Na? Direkt mal ein schönes Foto machen hier. So. Muss man ja auch zwischendurch mal ein bisschen machen. So, dann gehen wir mal hier rein und schauen mal, was wir hier noch finden. Ja, Leute, und bitte nicht vergessen, teilt das live. Teilen, 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 liken, liken, liken und so weiter und so fort. Ne? So. Ziemlich, das ist ja eine geile Location. So. Ja, hier sind die Duschräume, ne? Ja, hier sind die Duschräume gewesen. Guckt euch das mal an. Der absolute Hammer. Hier konnten die Mitarbeiter der Deutschen Bundesbahn, so hieß das ja damals, dann duschen. Och, da geht es ja noch weiter. Boah, ist das geil. Wieder mal so richtig schöne Graffitis. Ja, hier sind die Duschen. Gab es dann auch so. Ja, hier sind die Duschen. Gab es dann auch so. Und nicht vergessen, Leute, morgen gibt es auch Lost Place. So, morgen geht es circa 12 Uhr los. Dann wird es so 3-4 Stunden wird es wohl dauern, bis wir durch diesen verlassenen ehemaligen Bahnhof, Güter, Dingsbums, was auch immer, durch sind. Es wird einiges zu gucken geben, Leute. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dann auch dabei seid, ne? Das hier ist heute die einzige Location, die wir machen. Denn es ist einfach echt, wir waren fast 2 Stunden unterwegs, um hier hinzukommen. Da könnt ihr mal sehen, wie weit wir fahren mussten. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Warum steht sowas noch? Ja, das muss stehen. Das ist ein schönes Lost Place und es ist ja auch mal auch schön zu sehen, dass es das noch gibt. Ne? Wenn es zu dunkel ist, schreibt bitte in den Chat. Ja, Lost Place Hunter Crew. Das ist der liebe Micha, bitte folgen. Mit dem bin ich morgen unterwegs. Er macht auch schöne Lost Places und wir werden oft in der nächsten Zeit häufig gemeinsam auf Tour sein. Jetzt gehen wir hier mal hoch. Alter Schwede, guckt euch das an. Mal gucken, wo die beiden sind. Nicole? Ich glaube, die sind noch in der ersten Halle. Okay. So, ich muss mal eben ein Foto machen, Leute. Ja, zwischendurch mal ein Foto schießen. Heute Abend gibt es nämlich dann diese Location hier nochmal als Fotowand zu bewundern. Boah, guckt euch das mal an. Wahnsinn. Kann man hier aufs Dach? Ich muss immer erstmal die Lage checken, Leute. So. Da steht eine Grabkerze. Warum?
warum auch immer. Guckt euch das hier. Wahnsinn. Ich liebe es ja, wenn die Graffitis geil aussehen, ne? Ach, mal eben gucken. Nicole? Was machen die denn da? Spielen die da jetzt Fangen? Nina? Ich bin schon hier oben in dem Haus, ne? Hier oben bin ich schon, ne? Ja. Was macht die Nicole? Macht die da hinten noch irgendwie? Ach so, okay. Alles klar. Ich dachte schon, die spielt da Fangen. Hä? Ach so, alles klar. So, Leute, wir machen weiter. Es sind noch andere hier gerade in dem Gebäude unterwegs. Hier oben sind auch noch Duschen. Oder waren wir hier gerade? Ne, hier oben waren wir doch noch gar nicht. Hier, guck mal. Hier oben sind auch noch mal Duschen, wie unten. So. Ja, das war jetzt. So, Leute, irgendwie war die Verbindung gerade kurz weg. Einfach dranbleiben, kann zwischendurch mal passieren. Sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber naja. Wir werden es überleben. Hier in der ersten Etage waren auch Duschen, wie ihr sehen könnt. Also praktisch jetzt wie unten. Leute, danke für die Geschenke, danke fürs Teilen, fürs Folgen, fürs Abonnieren. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen, teilen, teilen und liken nicht vergessen. Ich muss zwischendurch mal einmal immer stehen bleiben. Ihr seht, ich mache hier noch Fotos. Dann habt ihr heute Abend noch was zu bewundern. Wenn ich nämlich zu Hause bin, lade ich das alles schön hoch. Dann gibt es das ganze schöne Gebäude nochmal in so einer Fotosession. Und natürlich gibt es diese komplette Location auch bei YouTube zu bewundern, in voller Länge. Ab morgen dann. Ne? Wahnsinn, guckt euch das an. Eine schöne, wirklich schöne Location. Jetzt höre ich da unten Nicole. Wo ist sie? Da sind sie ja, Hallöchen. Was sind denn da drüben für Leute angekommen? Ah, ja, alles klar. Ja, sollen sie machen. Hier oben sind ein paar richtig schöne Graffitis. Das ist was für dich. Hier steht eine verlassene Tasche, Leute. Schaut mal. Hat einer sein Täschchen vergessen? Guck mal, wie böse der guckt. Boah. Wahnsinn, ich liebe sowas. Alles klar, Leute. Boah, hier ist der Boden aber so ein bisschen, kann man so sagen, ne? Da oben war aber auch mal noch so eine weitere Etage, da mit so einem kleinen Holzdach. So. Geht da nochmal hier. Ja, Leute, wenn euch das live gefällt, dann teilen, 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 liken. Vielleicht schaffen wir ja heute die 50.000. Mal schauen, was rauskommt am Ende. Und nicht vergessen, teilen, 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 Leute. Irgendwie verschwinden mir die Zuschauer schon wieder. Das darf nicht passieren. Es muss weiter steigen, Leute. Also teilen, 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 teilen.
Ja, was denn? Hier ist die liebe Nicole. Macht einen Spaziergang. Ne? Ja, sind denn auch heute eigentlich meine Moderatoren im Chat? Wenn ja, dann einfach einmal bitte reinschreiben. Bin traurig, ich darf nicht dabei sein. Jo, also der, guck mal, unser Marco ist heute sehr traurig, weil er nicht dabei sein darf. Ja, das tut mir auch sehr leid. Ja, mir tut das auch sehr leid. Aber du wolltest ja nicht so schnell und... Denk dran, vielleicht heute Abend, aber ich weiß es noch nicht. Also schwing die Hüften. Nee, so. Also ich sehe jetzt gerade, der ist, also unser Lieber ist da. Ist denn auch der Lost Place Live? Bist du auch heute im Chat? Einmal bitte schreiben. MyHap scheint nicht da zu sein, die ist bestimmt unterwegs. So, hier habe ich keinen Empfang in dem Raum. Warum auch immer. Wo war der Ausgang? Da, genau. Hier ist immer kein Eingang. So, ja. Jo. Left Place, armer Marco. Ja, Leute, manchmal könnte es etwas ein bisschen haken mit dem Internet, ist aber nicht schlimm. Bleibt einfach dran. Ist meistens nur kurz. So, nochmal, Leute, wenn euch das Live gefällt, bitte teilen und liken. Oh, der ist auch live, der war doch vor 5 Minuten noch bei mir. Ja, vielleicht hat er jetzt auch eine Location. Wie gesagt, wenn euch das Live gefällt, bitte nicht vergessen, teilen und liken. Danke fürs Folgen, für die Geschenke, fürs Abonnieren und so weiter. Wir gehen jetzt gleich rüber in das Gebäude da. Okay. Ja, das hängt halt nur manchmal so ein bisschen. Das ist halt leider so, Leute. Aber ansonsten ist der Empfang hier relativ gut. Also der Speedtest war gut. Ne? Mal eben schauen. Die beiden kommen jetzt. Oben wart ihr noch nicht, ne? Nee, geh mal jetzt. Okay, dann gehe ich jetzt schon mal da rein, ne? Hier. Warte, wir gehen sofort weiter. Ich gehe schon mal in das Gebäude, ne? Okay, dann müssen wir besteigen. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt mal hier einmal ein bisschen über die Schrauben drüber. Gut, dass ich gute Schuhe anhabe. Hier ist ja wieder mal brandgefährlich zu laufen, Leute. So. Leute, guckt euch das an. Einmal hier ein kurzes Foto. So. Prima. Da könnt ihr mal sehen, wie sich doch die Natur so über die Jahre alles wieder zurückholt, ne? Ja, das freut mich sehr. Danke fürs Abonnieren. So, Leute, wir starten mal durch. Und wie gesagt, Leute, nicht vergessen, morgen gibt es auch Lost Place. Wir besuchen morgen nochmal den verlassenen Güterbahnhof. Allerdings werden wir euch da morgen Ecken zeigen, die ihr nicht gesehen habt. Und ihr solltet so 2-3 Stündchen Zeit mitbringen. Also morgen werde ich länger live sein, weil das Gebäude ist so groß.
Ihr habt letzte Woche nur einen Teil davon gesehen und morgen bekommt ihr den Rest zu sehen und das wird einiges sein. Also ihr würdet echt staunen. Da sind auch zwei Bunker auf dem Gelände, sogar drei. Drei sogar. Also lasst euch überraschen. Die Bunker natürlich, das ist klar, da ist kein Empfang. Aber ihr wisst ja, nach dem Live gehe ich da rein und mache dann so ein schönes Video, das ich dann einfach abends oder am nächsten Tag hochlade. Ihr werdet also nichts verpassen. So, jetzt gucken wir gleich mal, wie wir da hochkommen. Wenn der Boden noch da ist, ne, weil das Dach, das ist ja nicht mehr so richtig schön. Da war die Mona Lisa, richtig. Oh, Leute, wir gehen mal weiter. So. Morgen gegen 12 Uhr, Leute. Kurz vor 12, kurz nach 12, aber um diese Zeit herum geht es morgen los. Heute ist es ein bisschen später geworden, das habt ihr ja schon gemerkt. Ich wollte eigentlich um 10.30 Uhr starten. Dann habe ich aber meine Pläne geändert. Und wir haben uns diesen schönen Ringlokschuppen ausgesucht. Da mussten wir doch tatsächlich erstmal anderthalb, fast zwei Stunden haben wir gebraucht, um hier hinzukommen. Ne? Ein Stück durch Niedersachsen sind wir gefahren, kaum zu glauben. Aber Lost Place ist es immer wert, auch mal ein bisschen länger unterwegs zu sein. Also die Treppe hier, Leute, ist noch stabil. Die auch. Ja, wir gehen mal hoch. Aber ihr seht ja, hier oben, ne, die Natur holt sich zurück, was man ihr geklaut hat. Ja, es gibt in vielen Städten tatsächlich, unter fast jedem Bahnhof gibt es einen Bunker. Das ist tatsächlich der Fall. Der Boden ist weg. Das ist ja eine tolle Treppe, die führt ja ins Nirgendwo. Naja, dann müssen wir eben klettern. So, ich muss halt wieder klettern. Ist halt nur so immer die Frage, ob man hier noch laufen kann, ne? Ja, schaut euch das mal an. Also wie gesagt, das hier war damals, das gehörte der Deutschen Bundesbahn oder gehört ihr immer noch, wer weiß das schon. Hier wurden damals die Dampfloks repariert, also das ist schon alles sehr, sehr lange her. Ich bin nur am Rätseln, ob der Boden mich noch aushält. Leute, Augenblick. Das sieht alles nicht mehr so richtig stabil aus. Aber bis jetzt geht's. Ja, nochmal zur Info. Keine Orte posten. Ne? Der genaue Ort wird grundsätzlich nicht bekannt gegeben. Und ich möchte doch jeden bitten, sich daran zu halten. Sonst muss ich leider stumm schalten. Ja, ich mache manchmal Sachen, die sollte man eigentlich gar nicht machen. Vor allen Dingen hier oben. Das sieht nicht mehr richtig stabil aus, aber ich versuche es einfach und hoffe. Aber ihr seht ja, guckt euch das mal an. Da kann man schon gar nicht mehr laufen. Ja, 2003 ist ein bisschen lange her. Ne? Ich liebe Graffitis, Leute. Da habe ich absolut gar nichts gegen. Ne? Was ich nur nicht gut finde, ist halt, ne, die Zerstörung. Ne? Wenn die Leute hier Feuer legen oder sonst irgendwas. Das ist nicht so das, was ich toll finde. Aber Graffitis, wenn sie schön sind, gerne. Ja, das muss auf jeden Fall schon wirklich, das seht ihr ja auch, etliche Jahre leer stehen. Wir sind bei 26.000, Leute, schaffen wir heute noch die 50.000. Liken, liken, liken und vor allen Dingen ganz wichtig, Leute, teilen. Teilen ohne Ende, teilen, teilen, teilen. Die Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich morgen live gehe. Und gerne auch abonnieren. So, gucken wir mal aus dem Fenster. Da ist bestimmt noch mehr hier in dem Wald. Ja, da hinten ist auch noch was. Da. Seht ihr das? Da ist auch noch was. Da haben wir noch was zu gucken, Leute. Ne, da gehen wir da gleich mal hin.
und gucken mal, was es da Schönes gibt. Ja, das erinnert mich irgendwie an die Milchfabrik, in der ich gestern mit euch war. Da war auch das Dach kaputt, aber da ist es leider eingestürzt, weil die Bekloppten Feuer gelegt haben. Ich mache jetzt noch mal ein Foto von hier oben. Ein so ein schönes Foto, ne, für heute Abend. Das muss man ja auch mal machen, ne? So. Schöne Fotozechen. Gibt es dann irgendwann heute Abend zu sehen, Leute. Weit nach 20 Uhr. Jetzt gehen wir hier mal ganz vorsichtig wieder runter. Dann kann ich den beiden Mädels doch sagen, dass man hier laufen kann. Aber man muss halt übers Treppengeländer klettern. Ja. Augenblick, Leute. So, klettern wir hier mal wieder vorsichtig nach unten. Ja, es ist natürlich klar, nicht mehr das Wahre hier. Man muss ein bisschen aufpassen, aber geht schon. Die Schuhe, die ich anhab, die sind echt gut. Das war eine gute Idee, die anzuziehen. So, Leute, da war wohl mal der Keller. Da gehen wir aber jetzt auch nicht runter. Bringt auch nichts. Ne, der steht ja auch schon wieder. Da unten ist auch überall Wasser. Der Zahn der Zeit, Leute. Wenn ich mal überlege, dass wir gerade da oben gelaufen sind. Ne? Aber sieht ja von hier unten noch relativ stabil aus. Hier war mal eine Tür. So, Leute. Vergesst nicht, teilen, teilen, teilen. Irgendwie sind die Zuschauer schon wieder weggelaufen. Das gibt es da wohl nicht. Ihr müsst jetzt sofort alle zurückkommen, teilen, teilen, teilen. So, jetzt gucken wir mal, wo die beiden Mädels sind. Und dann gehen wir mal in den nächsten Schuppen, ne? Wahnsinn. War erstmal ganz schön schwierig, Leute, hier überhaupt reinzukommen. Wir mussten erstmal wieder den Eingang suchen, weil ja komplett das Gebäude eingezäunt ist. Aber wir hatten Glück im Gestrüpp, ne? Wie immer. Immer muss ich durchs Gestrüpp latschen. Aber da hatten wir dann doch noch einen Eingang. Weil das ist natürlich, wenn wir so weite Strecken fahren, immer so eine Frage, kommst du rein oder kommst du nicht rein? Ne? Da hinten geht noch irgendwas nach unten. Da ist noch so ein Geländer. Gucken wir gleich mal. Jetzt gehen wir erstmal eben einmal schauen, wo die Weibchen sind. Wir wollen ja auch... Ach, da oben! Ja, da war ich übrigens auch gerade. Ne? Du kannst da, da geht eine Treppe hoch. Musst du an der letzten Stufe einmal übers Geländer hüpfen. Da kannst du aber problemlos laufen. Ich dachte erst, man stürzt da jetzt ein. Ist aber nicht der Fall. So, Live-Anfragen nehme ich nicht an. Ja, Nicole, hast du deinen Red Bull getrunken? Dann einmal fliegen, bitte. Das ist der Sozialgebäude. Nein, hier ist kein Sozialgebäude. Das hier ist ein alter Ringlokschuppen der Deutschen Bahn. Da hinten ist noch ein Gebäude, da gehen wir jetzt gleich hin. Wir müssen halt nur immer erstmal uns absprechen, damit wir uns hier nicht verlieren, weil wenn ich die nämlich nicht wiederfinde, muss ich das live beenden, damit ich die anrufen kann und fragen kann, wo die sind. So, Leute, das machen wir nicht. Wir warten jetzt kurz, bis die beiden rauskommen. Dann gehen wir da rüber. Da ist nämlich auch noch ein Schuppen. Da und da ist ein Geländer. Vielleicht ist das ein Bunker. Mal schauen. Ich bin ja immer wenn ich was nach unten sehe, mitten im Wald, dann bin ich immer ganz, ganz scharf. Da ist auch noch ein Keller. Aber ihr seht, der steht unter Wasser, Leute. Komplett. Warum? Keine Ahnung. Da gehen wir auf jeden Fall nicht rein, denn auf Schwimmen habe ich heute keine Lust. Ja, Marco, altes Haus. Warum bist du bloß nicht mitgekommen hier? Du verpasst hier schon wieder die Hälfte. Ne? So, jetzt sage ich den beiden Mädels, dass wir ins nächste Gebäude gehen. Wo sind sie denn jetzt wieder? Ja. Augenblick, Leute, es geht sofort weiter. Wir gehen mal eben kurz hier wieder durch die Bretterbude. Ne, da war ja gar kein Boden mehr. Wir müssen ja hier lang gehen. Nicole?
Ach, die sind oben. Haben die da oben noch wieder was entdeckt, ne? Ja. Hier unten ist komischerweise immer der Empfang etwas merkwürdig. Ja, die sind oben. Da sind noch mehr. Also alleine sind wir heute hier nicht auf dem Gelände. Tippen und teilen nicht vergessen. Genau, Leute, teilen, teilen, teilen. Da sind noch mehr jetzt gekommen, ne? Ja? Hm. Ja, das packt auch heute. Ja, deshalb bellt der ja auch da hinten immer, der Hund, ne? Ja, da kriegt man, ja. Da kriegt man mit, wenn einer kommt. Ja, ich habe da hinten noch irgendwas entdeckt, da geht irgendwas nach unten. Und da ist noch ein weiteres Gebäude da hinten. Okay. Ihr geht ja jetzt bestimmt da rein, ja, ne? Ja, da waren wir noch nicht. Ja, ich gehe nämlich jetzt dann da hinten, da gerade ist noch ein Gebäude und da ist irgendein Geländer. Hast du die Mickey Maus gesehen? Nee, noch nicht. Guck mal hier, also Mickey, habe ich schon wieder was verpasst? Einmal hier, da ist da, glaube ich, ein Mädchen mit dem Perlohrring, mit Corona-Maske, mit Louis Vuitton-Maske. Und jetzt guck mal hier. Habe ich wieder was verpasst, ne? Ja. Ach, jo. Mickey-Mäuschen. Ein Mickey-Mäuschen, ja. Super. Wir rennen bestimmt Kätzchen rum, du. Ja. So ein paar Wildkätzchen. Moment. Stau auf der Treppe. Stau auf der Treppe. So, Leute. So, pass auf hier. Ach, hallo Itze, grüß dich. Dankeschön für die Geschenke. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Cool. Oh. Na, geh ruhig, Nicole, ich mache das mal von hier. Ja. Ich hatte schon wieder das Vergnügen mit irgendeinem Stachel. Keine Ahnung. Der Opa. Das könnte so ein, wie aus diesem Film da, dieses chinesische, ja, Chinesisches hat der, ne? Ja. Ein alter Samurai, genau. Ey Leute, was ist denn heute los? Ihr sollt doch teilen, teilen, teilen. Wo sind denn? Wir haben einen bestimmten Namen, ne? Mr. Sun oder wie? Ja. Oh. Leute, nicht vergessen, teilen, 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 damit die Zuschauerzahlen wieder steigen. Also, was ich jetzt noch gesehen habe, ne? M, U, umgedrehtes L, oder? Könnte auch ein N sein. Monarch. Geht sofort weiter. Aber wenn Mulan, der Kämpfer... Mulek ist der Opa vielleicht, oder? Wir wissen das nicht. Guck mal, da vorne ist ein Geländer. Das habe ich noch nicht erkundet. Wer weiß, wo es da hingeht. Und da ist noch ein Gebäude da hinten. Ja. Und da gehe ich jetzt hin. Okay. Ihr seid ja dann hier, ne? Hier ist aber auch noch ein Geländer. Hast du gesehen? Ja, ja. Da ist aber nichts. Nee. Aber da. Nur, dass ihr wisst, ich bin jetzt dann da hinten, ne? Ja. Ihr seid,
Ihr seid ja hier, ja, man hört sich ja. Dann gehe ich jetzt schon mal da hinten hin. Ist auf jeden Fall lustig da drin. So Leute, wir machen uns mal auf den Weg. Wir gehen erstmal zu dem Geländer jetzt. Und nicht vergessen, Leute, wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen und liken. So. Mal schauen, wo uns das Wegchen hinführt. Naja, wir gehen mal hier lang. Ich bin ja immer so neugierig. Was ist das? Schauen wir mal. Ach, das ist ja gar nichts. Hier ist ja nichts. Boah, das hat sich ja nicht gelohnt. Guck mal, Leute. Sag mal einen Satz mit X. Das war wohl nichts. Aber da schon. Hier könnte auch was drunter sein. Sieht draus, ne, wie so eine aufgelegte Platte, aber man weiß es nicht. Ich bin immer neugierig. Ich bin ja ein Freund vom Bunkern. Aber hier ist auf jeden Fall nichts. Hier steht viel unter Wasser. Leute, was ist denn heute los? Ne, unter 100 Zuschauer. Teilen, teilen, teilen und liken bitte. Nicht vergessen. So. Oh, Leute. Genau, wir müssen wieder rauf. Teilen, Leute. Immer schön teilen und liken. Vielleicht schaffen wir heute die 50.000. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier reinkommen. Ne? Hier ist ja auch noch mal so ein schönes kleines Schmuckstück. So. Jetzt muss ich noch ein schönes Foto machen. Ein super schönes Foto. Zack. Zack. Und dann gehen wir da auch mal rein. Danke für die Geschenke, Leute. Danke fürs Folgen, fürs Teilen, fürs Abonnieren. Nicht vergessen, teilen, teilen, teilen. Hier hat es gebrannt. Und liken. So. Wir kriechen trotzdem mal rein. Ja, hier wurde wieder Feuer gelegt, Leute. Ich kann es einfach nicht vergessen. Nee, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Wir sind hier gleich ja schon durch. Jetzt nochmal neu starten. Nein, das muss nicht sein. Dieses komplette Live gibt es auch nochmal bei YouTube zu sehen, spätestens morgen. Den Link zu YouTube findet ihr in der Bio. Hier ist jetzt auch tatsächlich nicht mehr viel. Aber wie gesagt, Leute, noch der Tipp für morgen. Ab 12 Uhr geht's morgen los. Der verlassene Güterbahnhof. Riesengroß. Wir werden da garantiert 3 Stunden unterwegs sein. Ich werde dann einfach mit euch live gehen, bis der Akku nicht mehr kann. Ne, und hoffe, dass ich euch in der Zeit alles zeigen kann. Muss gleich zur Arbeit. Das macht nichts. Wir sind jetzt gleich hier eh durch. Dann kannst du in Ruhe arbeiten. Morgen um 12 Uhr kommt das nächste live. Und das wird, ja, ich denke mal so 2 Stündchen auf jeden Fall. Wenn nicht noch länger dauern. Also ich kann so lange live gehen, bis sich der Akku verabschiedet. Ich habe zwar alles dabei zum Aufladen. Wir schauen morgen mal. Das Gelände ist so groß. Die liebe Nicole war da und hat mir gesagt, dass die da 4 Stunden unterwegs waren und erst nach 4 Stunden tatsächlich alles gesehen hatten. Also könnt ihr ja ahnen, was das für ein riesiges Gelände ist. Und das machen wir morgen. Da bin ich morgen mit dem lieben Michael unterwegs und dem Marco, falls er aus dem Bett aussteigt. Ja, ich muss den Marco immer ein bisschen ärgern, aber der weiß ja, wie das gemeint ist. Ne, Leute? Und jetzt habt ihr hier von dem Dingen tatsächlich alles gesehen, von diesem schönen Ringlockschuppen. Und ich werde mich jetzt hier an dieser Stelle auch von euch verabschieden und freue mich natürlich, wenn ihr morgen so 12 Uhr wieder dabei seid. Zum nächsten Live. Also 12 Uhr, kurz nach 12, kurz vor 12. Mal gucken, wie der Verkehr ist, wie wir durchkommen. So, ich danke euch jetzt fürs Zuschauen, für die Geschenke, fürs Teilen, fürs Folgen, fürs Abonnieren. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Lost. Wenn ich nachher noch gut drauf bin, komme ich vielleicht heute Abend nochmal aus dem Lost. Aber wohl eher nicht. Mal abwarten. Ansonsten morgen 12 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, Leute. Ciao.